Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Preview hier und der letzten Preview hier vom 12. Spieltag der Karriere, also nicht Karriere, aber der Saison 2018-2019 hier auf meinem Kanal. Augsburg gegen Frankfurt, 12. ist Frankfurt, Augsburg ist 17., das heißt deutlich die Frankfurter hier als Favorit in der Partie, aber es kann ja alles passieren. Und die Augsburger sehen wir hier schon mal ein paar. Sie werden in Weiß spielen, wie wir schon sehen konnten. Und hier ist erstmal die Aufstellung. Lute ist im Tor. Davor Max, Hinteregger, Kedira, Gübeloy und Schmid. Im Mittelfeld Kajubi, Bayer, Kuhn, Gregoritsch. Und im Sturm Finn Bogason. Auf der anderen Seite ist Kevin Trapp im Tor. Davor Williams, Ndika, Abraham und Da Costa. Im Mittelfeld Hasebe, De Guzman. Im offensiven Mittelfeld Rebic, Gacinovic und Müller. Und im Sturm Aller. So, da warten wir jetzt noch auf den Anpfiff. Finn Bogason wird die Partie eröffnen. Da steht er auch schon am Ball. Spiel läuft. Augsburg spielt von links nach rechts in den weißen Trikots. Die Frankfurter von rechts nach links natürlich in den roten. Und da ist schon mal Schmid, da ist Gübeloy. Und der verliert den Ball. Aber es geht weiter mit Schmid hier. Da ist Gregoritsch. Da ist Finn Bogason. Gregoritsch und Trapp. Wurde das erste Mal geprüft, kann aber ganz sicher hier halten. So, 11. Minute. Da Costa jetzt mal. Da Costa. Gacinovic. Knappes Ding am Torpfosten vorbei. Der schöne Seitfallzieher. Hatte aber zu viel Spin gehabt. Und so viel. Und somit hier halt am Tor vorbei. Aber jetzt kommt 20. Minute. Finn Bogason. Mit Augsburg, da ist Kajubi. Kajubi 1-0 Augsburg, 21. Minute. Die abstiegsgefährdeten Augsburger führen hier mal gegen den, ja, schon Favorit jetzt sozusagen. Da setzt sich Kajubi gegen Da Costa, so wie es aussah, durch im Kopfballduell. Ja, Da Costa, Trapp kann da auch nichts mehr machen aus dieser Entfernung. Und somit steht es hier 1-0. Das zweite Saisontor von Kajubi. Wie wird Frankfurt reagieren? Wir werden es sehen. Da sind die Frankfurter. 25. Minute mit Da Costa. Der will irgendwas gut machen. Da ist Gacinovic. 1-1. Gacinovic. Das ging nur schnell. Nur 3 Minuten später macht hier Frankfurt den Ausgleich. Da Costa, Gacinovic stand nicht im Abseits, wie es aussieht. Dann zieht er direkt ab. Da Costa hat seinen Fehler wieder gut gemacht. Ist natürlich auch froh. Und Gacinovic zirkelt der aber so maßlos da links oben rein. Das ist richtig stark. Und somit hier der Ausgleich. Sein drittes Saisontor. 25. Minute. Was macht jetzt Augsburg wieder? Das ist die Frage. Erstmal nichts, denn die Frankfurter kommen. 28. Minute. Da ist Müller. Müller, da ist Gacinovic schon wieder, aber am Tor vorbei. Lute war nicht mehr dran. Und somit gibt es hier Abstoß. Und da ist Schmid, 30. Minute, Schmid, da ist Kajubi, macht das. Er macht seinen Doppelpack. 30. Minute, 2-1 für Augsburg. Super Flanke von Schmid. Der hat auch Platz genug. Kajubi ist auch nicht gedeckt. Da Costa macht wieder den Fehler. Steht nicht nah dran. Trapp ohne Chance. Und Kajubi ist irgendwie gerade ein bisschen kopfballstark.
zwei Tore jetzt hier aus der gleichen Situation eigentlich. Beides mal mit dem Kopf. Und sein drittes Saisontor. So, Nachspielzeit der ersten Halbzeit und Frankfurt ist ganz, ganz knapp von Grigoritsch. Der Ball wäre fast drin gewesen. Der dreht sich richtig fies noch fast um den Pfosten rein. Trapp wäre niemals dran gekommen. Und hier sehen wir es, wie knapp das war, der Schatten am Pfosten. Das hätte hier locker das 3:1 sein können. Aber war es nicht und somit hier der Abstoß von Frankfurt. Die holen sich jetzt hier nochmal schön den Ball. Und das war's. Also, 2:1 geht's in die Halbzeit hier. 2:1 für Augsburg. Frankfurt hat Probleme in der Verteidigung, vor allem Da Costa. Und mal sehen, wie es in der zweiten Halbzeit weitergehen wird. Wir sehen uns auf jeden Fall erstmal die Statistiken jetzt hier an. Der ersten Halbzeit. Und da wird es, denke ich mal, ein Pro für Augsburg sein. Und so ist es auch. Außer Ballbesitz ist alles pro Augsburg und somit auch eine verdiente Führung. Zweite Halbzeit läuft. Ball rollt wieder. Frankfurt hat angestoßen. Und da ist schon mal Müller. Da ist Sebe, da ist Alea. Ganz, ganz knapp wieder. Direkt hier versucht, das 2:2 zu machen. Und wie nah es war, sehen wir hier. Auch wieder knapp am Pfosten vorbei. Und da ist Bayer. Bayer flankt. Da ist Kuh. Kuh. 55. Minute. 3:1 Augsburg. Der stand wieder komplett frei. Konnte in Ruhe einköpfen. Das können wir hier nochmal sehen. Flanke kommt. Da stand keiner. Dika hätte auch da sein sollen. War auch nicht da. Und somit hier das 3:1 für den Außenseiter. Mal sehen, wie Frankfurt jetzt reagieren wird. Ob sie noch was schaffen. Wir haben erstmal das dritte Saisontor von Kuh gesehen. Und es gibt einen Doppelwechsel. Kuh geht raus, Gacinovic geht raus, Fabian kommt rein und Moravec kommt rein. Und Frankfurt kommt mit Müller. 63. Minute. Müller flankt. Da ist Fabian. Da ist Alea. Da ist das 3:2. 63. Minute. Alea trifft mal wieder. Bisschen Glück gehabt, weil noch Latte und ein Tor, aber trotzdem das war das 3:2. Wäre der Ball übers Tor gegangen, hätte er sich richtig maßlos geärgert. Aber er ging rein, glücklicherweise für ihn. Und das 7. Saisontor für Alea und Frankfurt. Fehlt es nur noch ein Tor. Ob sie es schaffen, ist die Frage. Werden wir sehen. Toro ist reingekommen, habe ich gesehen. Und Hahn kommt auch rein für Bayer bei Augsburg. Und Müller kommt schon wieder. Müller. Müller, da ist Grebic. Aber Lute hält. Lute hält den hier. Klasse. Wir können es nochmal sehen. Aber er hält ihn auch mit dem Kopf. Ein bisschen glücklich. Nächster Wechsel, Richter für Finn Bogason, 82. Minute, dürfte der letzte Wechsel hier bei Augsburg gewesen sein. Bei Frankfurt haben sie, glaube ich, noch einen und da haben wir erstmal Lute und Frankfurt und das Fabian und da hat Hinteregger Hand gemacht. 89. Minute, es gibt Elfmeter, wie es aussieht, für Frankfurt. Ja, Bobby, wo war denn da Hand? Also ich habe es nicht richtig gesehen dann wahrscheinlich. Auf jeden Fall gibt es hier Hand. Alea kann hier seinen Doppelpack machen. Und zum Ausgleich zum 3:3 treffen. 89 Minuten läuft es an und Lute hält.
Lute hält, aber Allaire ist noch da. Allaire, da ist aber jetzt erstmal Schicht im Schacht. Also, Nachspielzeit und steht immer noch 3:2 für Augsburg. Gregoritsch, komm nochmal. Gregoritsch und Trapp hatten. Und jetzt warten wir noch auf den Abpfiff. Wollen wir nicht mehr warten, denn da ist er. Also, Augsburg gewinnt gegen Frankfurt mit 3:2. Richtig überraschend, dass sie hier als 17. den Favoriten auf Platz 13 oder 12, was sie waren, geschlagen haben. Sie können sich langsam unten befreien. Kajubi, Spieler des Spiels, 2 Tore hat er gehabt aus 3 Versuchen. Und die Fans sind auch glücklich. Da sehen wir nochmal die Torschüsse. Also es ging echt in der ersten Halbzeit hin und her. In der zweiten Halbzeit haben wir auch nochmal 2 Tore gesehen. Können wir uns also als Fans nicht beschweren. Und die Statistiken sehen so aus, dass hier Frankfurt hätte gewinnen müssen. Von den Chancen her, vom Ballbesitz her, von den Ecken her. Augsburg hat es clever gespielt und sich die Punkte geholt. Frankfurt und Augsburg sind beide in der zweiten Hälfte der Tabelle. Werden wir leider nicht mehr sehen. Und das war die letzte Preview hier vom 12. Spieltag. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Däumchen da lassen. Ein Kanal-Abo noch, wenn ihr neu seid. Und dann sehen wir uns in der nächsten Preview wieder. Bis dahin sage ich ciao, bleibt sportlich und tschüssikowski.